Ich bin die Caro, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Altriff in der Nähe in Ludwigshafen. Ich mache eine Ausbildung zur Industriemechanikerin bei Roche. Ein Kumpel von mir hat im Büro gelernt bei Roche und er hat mich darauf angesprochen, weil ich ihn gefragt habe, wo arbeitest du eigentlich und was kann man da für Ausbildungsberufe machen. Und er hat mich, glaube ich, ein bisschen selbst informiert über die ganzen Betriebe außenrum und er hat gesagt, den Beruf kann man bei Roche ausüben, bewerb dich doch einfach mal. Wenn es klappt, ist doch cool. Und da habe ich gesagt, ja, dann probier es mal aus. Ich bin handwerklich unterwegs, eigentlich seit ich geboren wurde. Mein Papa ist auch gelernter Maschinenschlosser. Mein Opa ist gelernter Schreinermeister. Und ich habe es quasi schon mit auf meinen Lebensweg bekommen von daheim. Und mir macht es einfach Riesenspaß. Mir gefällt einfach der Aufgabenbereich, wo wir nach unserer Ausbildung arbeiten dürfen. Wir dürfen an Maschinen oder an Anlagen arbeiten, wo quasi Medikamente hergestellt werden. Durch die Medikamente werden Leben gerettet, auch unter anderem. Und Roche ist einfach ein sehr, sehr guter Arbeitgeber aus meiner Perspektive her. Die bieten einem sehr, sehr viel. Auch nach der Ausbildung kann man Weiterbildung machen und das sonstige Sachen. Und man kriegt auch, gerade wenn man gute Leistungen bringt, kriegt man auch Benefits und wird weiter gepusht von allen Seiten, dass man auch da dran bleibt. Und, ja. Wir sind 2 Jahre in der Ausbildungswerkstatt, im Ausbildungsgebäude bei unseren Ausbildern, kriegen da erstmal die Grundlagen beigebracht, wie Feilen, Sägen, Bohren, Hämmern, was man einfach so braucht bei unserem Beruf. Und nach relativ kurzer Zeit kriegt man ein Projekt hingelegt, wo man selbstständig dran arbeiten soll und auch relativ früh schon an die Maschinen geht, also sprich fräsen und drehen muss. Und das Projekt dadurch, dass man das selbstständig machen muss, lernt man auch selbstständig zu arbeiten. Und in der Zeit über dem Projekt, es geht bis ins zweite Lehrjahr drüben rüber, lernt man eigentlich alles, was man in dem Betrieb so braucht oder in dem Beruf an sich, wenn man nicht in dem Betrieb bleiben möchte. Wir haben die Berufserkundung bei uns in der Ausbildung. Da müssen wir in den 2 Jahren in jede andere Säule einmal reingeschnuppert haben. Und da geht man einfach zu einer Arbeitskollegin, zum Arbeitskollegen und fragt, ob derjenige, der oder diejenige mal Zeit hat, dass man das mal machen kann, dass man auch einfach für sich selbst die Erfahrung mal sammeln kann. Auf so Situationen stößen wir sehr oft bei uns, wo wir einfach Sachen machen müssen, wo wir noch nicht hatten. Oder einfach Sachen herleiten müssen, wobei wir eigentlich keine Ahnung davon haben. Wir gucken uns das Problem dann erstmal an und gucken dann in Fachbüchern oder sowas, ob es da einen Lösungsweg gibt, können auch untereinander dann mit unseren Kollegen drüber reden. Und zu guter Letzt haben wir immer noch 2 Ausbilder bei uns in der Seite, die uns bei jeder Frage zur Hilfe stehen und uns überall unterstützen. Mit Fehlern wird relativ locker umgegangen, je nachdem, was es ist. Unsere Ausbilder sagen immer, wir sollen ehrlich sein und nichts verheimlichen, dann ist es halb so schlimm, wie es am Ende, wenn es nett gesagt wurde und es rauskommt. Wenn wir ein Werkzeug kaputt machen oder so, sagen sie, solange uns nichts passiert, ist es gut, das kann man nachbestellen. Das nächste Mal ein bisschen mehr aufpassen und dann ist gut. Ganz gut, dass andere Azubis uns am Tor abgeholt haben und schon mal erstmal so die erste Angst von allem genommen haben, indem sie gesagt haben, alles gut, ist eigentlich relativ locker, guckt, dass ihr euch konzentriert, das Test ist eigentlich nicht so arg schwer, dass einem da schon mal die erste Last genommen wird und ja, dann eben sind wir reingekommen, wurde mal begrüßt von allen Seiten, auch von den anderen in der Werkstatt wurde erstmal ein Hallo ausgesprochen, von den Ausbildern, von den anderen Leuten, die dafür zuständig waren. Und es war respektvoll und aber relativ locker, muss ich sagen. Also man hat sich direkt wohlgefühlt dort. Und, ja. Wir waren in der Werkstatt direkt, in einem Unterrichtsraum und ich muss sagen, es ist top aufgeräumt gewesen. Und es ist jetzt immer noch top aufgeräumt. Wir legen wirklich sehr viel Wert auf Sauberkeit und auch einfach der respektvolle und lockere Umgang bei jedem. Dass man einfach reinkommt, es wird Hallo gesagt, also es wird gegrüßt. Wir werden ernst genommen, ja. Wir haben viele Situationen, wo wir jetzt schon draußen in den Abteilungen waren und sie reden mit einem und man wird respektiert und man gehört einfach dazu. Man ist nicht einfach irgendwie, ja, man ist da, sondern nein, man gehört zur Roche-Welt dazu. Man lernt sehr, sehr viele neue Leute kennen, man kann sehr viele neue Kontakte knüpfen
Und einfach die Arbeit an den Maschinen kann sehr knifflig sein auch. Wenn man überlegt, wir stellen Medikamente her und wenn man nicht schnell genug arbeitet, geht der Firma einen Riesenverlust hinten ins Band runter. Sei du selbst, sei ehrlich. Schreib in dein Bewerbungsschreiben ehrliche Sachen rein, lüg nicht rum. Sei wie du bist wirklich und geh positiv in die Sache rein.